Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem wirklich sehr spontanen Video. Ich habe meine Kamera gar nicht draußen, ich filme es gerade bloß mit dem Handy. Aber es ist ein Thema, was doch ganz wichtig ist, und es geht ums Thema Schutzmasken. Und zwar gilt ja ab morgen in Deutschland die Schutzmaskenpflicht in den größten Teilen des öffentlichen Lebens, bei uns in Bayern, glaube ich, in Bus, Bahn und Einkaufsgeschäften zum Beispiel. Und da ich weiß, dass ihr alle tolle Bastler seid, wollte ich euch nochmal ein paar Tipps geben zum Thema Schutzmasken. Ich habe das Video jetzt echt mega spontan bloß vorbereitet, wollte euch dabei einfach nochmal ein paar Sachen sagen. Und zwar, es gibt ja verschiedenste Schutzmasken, die man da verwenden kann. Laut Freistaat, glaube ich, reicht sogar schon, wenn ihr einfach bloß ein Tuch zum Beispiel vor dem Gesicht habt. Jetzt wollte ich euch nur ganz kurz erklären, da ich selber kein Medizinprofi bin, was da dahinter steckt und welche verschiedenen Wirkungen das hat. Also es gibt ja einmal diese Masken, die man sich auch im Internet bestellen kann, wo die Leute ganz fleißig nähen und die man quasi hier einfach so übers Gesicht drüber tut. So. Im Idealfall hier oben noch so eine kleine Metalllasche drinnen ist, dass man das Ganze ans Gesicht auch so anpassen kann. Die schützen aber nicht wirklich. Und das ist was euch bewusst sein muss. Also wenn ihr so eine Maske verwendet, dann macht ihr eigentlich bloß den Luftstrom, den ihr ausatmet, langsamer und sorgt dafür, dass das, was ihr selber ausatmet, nicht so weit in den Raum verteilt wird und somit quasi das Ansteckungsrisiko irgendwie verringert wird. Schützen vor Coronaviren tun die aber nur minimal. Also die Filterwirkung gegen die Partikelgröße von dem Virus selber ist quasi nicht vorhanden. Dann gibt es die Soll-Variante, die ich leider selber auch nicht habe. Und zwar, es gibt ja diese FFP2- und FFP3-Masken. Das hier wäre jetzt zum Beispiel so eine FFP2-Maske. Die hilft euch leider auch nicht gegen das Virus, weil das Virus effektiv erst ab FFP3 gefiltert wird. Die Masken bekommt ihr inzwischen nirgendwo mehr. Und wenn ihr sie bekommt, dann zu einem Preis, der irrsinnig hoch ist. Also ich habe früher mal zum Basteln FFP3-Masken bestellt, weil ich einfach gar nicht wusste, was das ist. Da hat eine Maske, glaube ich, 2 oder 3 € gekostet. Inzwischen kosten die das Zehnfache oder mehr. Also das ist totaler Wucher. Und auch diese Masken sind sehr rar und sollten deswegen wirklich nur dem medizinischen Personal vorbehalten werden. Jetzt gibt es zum 3D-Drucken eigentlich ganz coole Sachen. Und da vielleicht auch gleich ein Wort. Ich wollte es euch eigentlich professionell einblenden, aber kann ich jetzt in dem Video nicht machen. Und zwar, es gibt eine Maske, die ist sehr ähnlich wie so eine Maske zum 3D-Drucken. Die ist eben relativ starre und traurigerweise sehr beliebt. Das Problem ist, die ist sogar noch schlechter als sowas, weil diese Maske wenigstens noch einigermaßen am Gesicht anliegt. Und die Maske, die es da zum Drucken gibt, geht relativ weit nach vorne, würde also ungefähr so, ich weiß nicht, ob man das sieht, vor eurem Gesicht hängen, und dadurch kann eigentlich überall Luft rein. Und das Ziel von so einer Maske, und das ist auch das Problem mit diesen Masken, abgesehen davon, dass sie keine Filterwirkung haben, dass das Ziel eigentlich ist, abdichtend am Gesicht zu liegen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel so eine FFP-Maske innen so eine Dichtlasche hat, seht ihr das, die quasi verhindern soll, dass Luft von außen rein kann und wirklich nur die Luft durch die Filter durchgeht. Jetzt gibt es eben auf Thingiverse verschiedenste Modelle. Ich habe einfach mal ein paar ausprobiert und möchte euch da auch meinen Favoriten dazu sagen. Es gibt einmal diese Maske hier. Das ist quasi die Maske, mit der alles begonnen hat. Diese ganz bekannte Covid-19-Maske ist es. Hat hier vorne quasi so eine Öffnung, wo ein Filter rein kann. Ich habe natürlich leider keinen. Das ist jetzt nur so ein Wattepad. Aber da könnte quasi ein Filter rein. Dann kommt oben drauf dieser Deckel drüber. Und das wäre dann diese Covid-19-Maske. Ihr seht das Problem schon, sie ist relativ dick, deswegen auch relativ schwer. Also wenn ihr die länger auf dem Gesicht drauf habt, dann wird die sehr unangenehm. Ich sage auch gleich nochmal, was dazu ihr drucken müsst, aber auf jeden Fall, diese Maske ist sehr gut dichtend, muss ich sagen. Also hat mir mit Abstand mit am besten gefallen von der Abdichtungsfähigkeit her, ist aber eben leider relativ dick. Aber ich zeige euch mal, wie gut die abdichtet. Also wenn ich die Maske vors Gesicht tue und atme jetzt mal ein, seht ihr das, dann bleibt die hängen, solange ich einatme, was ein gutes Zeichen für die Abdichtung ist. Generell, wenn ihr da professionelle Filter drin verwenden wollt, müsst ihr aber unbedingt innen trotzdem noch eine Dichtlippe reinmachen, dass das Ding wirklich dicht am Gesicht liegt und hier vorne nur die Luft rein kann und nicht mehr an der Seite. Es gibt eine Light-Variante dazu, das ist dann diese Maske hier. Ihr seht schon, die ist sehr dünnwandig, also ich glaube 0,8 mm Wandstärke hat die, ist dementsprechend auch ein bisschen flexibler. Problem ist, die dichtet überhaupt nicht am Gesicht ab. Also ihr seht, hier oben ist eine relativ große Öffnung davor, hier an der Seite ist eine Öffnung und auch unten. Ist
ein Problem, weswegen ich diese Maske nicht empfehlen würde. Also sie dichtet einfach nicht gut genug ab. Ist eine gut gemeinte Variante hierzu, aber meiner Meinung nach von der Dichtung her nicht wirklich gut. Plus, ihr habt hier eine sehr, sehr kleine Filterfläche. Das heißt, wenn da wirklich ein guter Filter drinnen ist, dann wird es schon sehr, sehr schwer mit dem Atmen. Das waren die zwei Masken. Und dann gibt es aber noch meinen Favoriten, den ich vor kurzem erst entdeckt habe. Den Link dazu, den haue ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Ich weiß auch leider gar nicht, wie der Creator heißt, aber wie gesagt, ich würdige ihn nochmal unten in der Videobeschreibung, weil die Maske wirklich gut ist. Und das ist diese Maske hier, die gibt es in verschiedenen Größen. Einmal so eine kleine Größe, wobei die wurde als Medium beschrieben. Ich habe gedacht, ich habe vielleicht ein Medium-Gesicht, aber ihr seht schon, die ist wirklich, die geht hier unten gerade mal bis zum Kinn. Das ist eher eine Kindermaske. Besser ist diese Maske hier und die Grundform bleibt aber eigentlich immer so ziemlich die gleiche und ihr seht jetzt schon, dass die hier irgendwie anders aussieht und das ist der Vorteil von dieser Maske, weswegen ich denke, dass die genial ist. Und zwar, die ist auch sehr dünnwandig, auch irgendwas um die 0,8 mm Wandstärke, deckt aber das Gesicht schon mal deutlich in einer größeren Fläche ab, was schon mal ein Vorteil ist. Und was ich jetzt vorhin entdeckt habe und was dann der finale Anreiz war, auch einfach dieses Video zu machen, ist, ihr könnt hier mit einem Föhn dran gehen, das Filament an der entsprechenden Stelle hier erwärmen, ans Gesicht anhalten und dann anpassen, indem ihr quasi dann die entsprechenden Stellen, bei mir war das jetzt vor allem hier dieser Bereich hier und hier unten am Kinn seht ihr das, dass ich hier quasi auch nochmal reingedrückt habe, könnt ihr die sehr, sehr gut an euer Gesicht anpassen. Und das ist so ein Aspekt, den ich sehr, sehr gut finde. Und wenn ihr euch die jetzt mal von der Abdichtung her anguckt, seht ihr auch, dass die sehr gut hält beim Einatmen. Ihr könnt da Gummibänder zum Beispiel an der Seite dran machen. Jetzt ist es natürlich gerissen, weil ich die nicht gescheit festgemacht habe. Aber die Maske hier, die funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Plus hat den Vorteil, dass sie kein Supportmaterial braucht zum Drucken und trotzdem sehr, sehr gut gedruckt werden kann. Das seht ihr hier. Also so kamen die aus dem Drucker raus, ohne Support. Ist schon mal eine sehr, sehr coole Sache. Ihr habt hier vorne die Möglichkeit, diese kleine Kappe abzuschrauben. Und was hier jetzt drinnen ist, und dafür wurde die auch konzipiert, ist jetzt einfach bloß so ein Make-up-Pad zum Beispiel. Das natürlich von der Filterwirkung, brauchen wir gar nicht drüber reden, nicht ausreicht. Was aber schon mal ein guter Anfang ist. Ihr könntet hier vorne auch einfach zum Beispiel aus einer FFP3-Maske, wenn ihr eine habt, so Kreise rausschneiden und die da reintun. Wird genauso gut funktionieren. Ihr könnt dafür N95-Filter verwenden. Müsst einfach mal im Internet gucken, ob ihr da vielleicht noch was bekommt. Und wie gesagt, da man inzwischen im Geschäft noch nicht mal mehr solche Gummibänder für die Seite bekommt, könnte ich hier auch einfach ganz normale Gummibänder verwenden. Ich habe die bloß einfach verknotet, deswegen hat es jetzt hier nicht gehalten. Aber die Maske hier wäre tatsächlich der Favorit, den ich empfehlen würde. Jetzt noch eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn ihr wirklich ja die sicherste Variante verwenden möchtet. Also nehmen wir mal an, ihr macht hier vorne einen FFP3-Filter rein. Dann wollt ihr ja wirklich komplett eine abgedichtete Maske haben. Das heißt, ihr müsstet hier innen trotzdem noch eine Dichtlippe reinmachen. Keine Ahnung, so ein Kunststoffband, wie so ein Tötig-Gummi zum Beispiel, den ihr da innen reinmachen könnt. Nachdem dieses Dichtgummi drin ist, dann passt ihr die Maske an euer Gesicht an, dass die wirklich komplett dicht ist. Dann macht ihr hier vorne natürlich einen FFP3-Filter rein. Und das Allerwichtigste zum Drucken selber, die Maske druckt ihr dann in der Auflösung von 0,05 mm Schichthöhe. Also die höchste Auflösung, die ihr irgendwie bei eurem Drucker, vielleicht geht es sogar noch besser. Aber ich habe die jetzt zum Beispiel mit 0,05 mm Druckhöhe, also Z-Zustellung, gedruckt. Warum? Weil einfach die Maske selber beim Drucken, obwohl man das hier nicht sieht, immer kleine Schlitze lässt. Also ein 3D-Druck, nur weil er hier dicht aussieht, hat er immer noch kleine Löcher drinnen. Und das ist natürlich bei einem dünnwandigen Objekt noch viel drastischer, weil quasi das sein kann, dass diese Löcher komplett durchgehen. Deswegen minimiert diese Lochgröße schon mal, indem ihr einfach die Z-Höhe so klein wie möglich stellt, also die Schichtauflösung auf 0,05 mm. Und dann als Abschluss wollte ich eigentlich noch machen, hat mir jetzt die Zeit dazu gefehlt, weil ich das Video unbedingt heute noch zeigen wollte. Dann nehmt ihr einen Sprühlack und dann lackiert ihr diese Maske. Und zwar in mehreren Schichten, komplett flächendeckend, von innen und von außen. Dass quasi diese kleinsten Löcher, die da noch drinnen sind, auch nochmal abgedichtet werden. Dann habt ihr eine Maske, die irgendwie an was rankommt. Und wie gesagt, komplett ohne Gewähr die Angaben. Aber dann habt ihr schätzungsweise irgendwie was sehr nah daran kommt an eine gut abdichtende Maske, die euch irgendwie auch schützen kann. Alles andere könnt ihr wirklich vergessen. Ich empfehle euch, das Hintergrund von dem Video ist eigentlich, euch diese Maske hier zu empfehlen.
die ist wirklich meines Erachtens nach nicht schlecht. Ich bin leider kein Medizinprofi, habe es auch nicht studiert, aber wenn ich euch eine Maske empfehlen würde, wäre es meiner Meinung nach die hier. Die dichtet einfach sehr gut ab, ist vor allem auch sehr schnell zu drucken. Also die hier druckt in 2 bis 3 Stunden, was wirklich genial ist von der Druckzeit her. Ich kann euch diese Maske hier nur empfehlen. Genau, den Link dazu findet ihr wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Das Allerwichtigste für euch alle, bleibt einfach gesund, haltet euch an die Maßnahmen. Wir überstehen das, denke ich, alle zusammen. Vielleicht, was ich auch mache, ist Support Your Locals. Denkt dran, lokale Unternehmen zu unterstützen, die bei euch sind. Vor allem Gastronomiebereiche zum Beispiel haben einfach momentan nicht die Möglichkeit zu öffnen, müssen massive Einbußen hinnehmen. Denkt da einfach an eure Mitmenschen ein bisschen. Vorausgesetzt natürlich, ihr seid persönlich in der Lage, auch zu unterstützen. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe selber momentan massive Geldprobleme, dann natürlich nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr in der Lage seid zu helfen, dann helft. Und mit diesen Worten würde ich mich dann auch von euch verabschieden. Sorry, dass das Video so spontan ist. Ich wollte es jetzt unbedingt noch unterbringen, bevor morgen vielleicht manche Leute irgendwelche Masken drucken, die vermeintlich gut sind, aber einfach nicht so toll abdichten. Vielleicht spart ihr euch damit auch einfach Arbeit. Genau, also bleibt gesund. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachmachen, beim Drucken, whatever. Stay healthy. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, euer Henrik.